diesen Zeilen aus dem Geschichtsbuch des Esra, liebe Schwestern und Brüder, merkt man die ganze Mühe und Anstrengung an, die es bedeutet, nach einer Unterbrechung von Generationen wieder auf ein normales, religiöses und, wie es hier ausdrücklich heißt, den Weisungen des Mose entsprechend und damit den Weisungen Gottes entsprechendes Leben, auch religiöses Leben, gerade den Kultdienst in Jerusalem wieder aufzunehmen. Auch wenn, wie wir aus Quellen wissen, dieser Tempel nicht so wieder so schön war wie der des Salomo, es war eher so eine Holzhütte, ein Provisorium für sehr lange Zeit, noch so schön wie der später eines der Weltwunder, wie Herodes diesen Tempel ausbauen ließ. Aber dennoch ein großes Bemühen, alles genau richtig zu tun, nachdem man es wieder tun darf. Was zwischen den Zeilen nur hier steht, was aber umso erstaunlicher ist, und es sind einige Abschnitte auch weggelassen, ist, dass die Juden das ja nicht aus eigener Kraft tun dürfen, sondern es ist Darius, der Fremdherrscher, der dieses Land nach wie vor besetzt hat. Kyros lässt sie nach Hause ziehen. Darius ermöglicht den Bau des Tempels und erneut das religiöse Leben, das er offensiv unterstützt, ohne selber Jude zu sein. Das ist etwas für uns vielleicht sehr Merkwürdiges. Genauso merkwürdig, wie wenn man hört, dass Herodes, der Große, selbstverständlich, auch wenn er nicht ganz richtig Jude war, in Olympia, anlässlich der Olympiade, den griechischen Göttern Opfer darbrachte. Etwas im Orient ganz Normales für Herrscher, in vielen Quellen bezeugt. Auch hier taucht es auf, dass Fremde die Verehrung des einen und einzig wahren Gottes ermöglichen. Eine ganz eigene Form von Toleranz, würden wir heute sagen. Bedeutet es nicht für uns auch, dass wir nicht als oberste Überschrift Angst haben müssen, wenn Menschen anders glauben als wir, auch einen anderen Inhalt, einen anderen Gott verehren, wenn überhaupt einen Gott? In unserer Gesellschaft, die sich freiheitlich nennt, ist das möglich. Ist es einfach nur mit Angst abzudrängen oder mit Berufung auf Geschichte abzuwehren, wenn man verkennt, dass sich Dinge immer auch ändern? Wir sollten unserem Eifer der Juden von damals, von dem das Esra-Buch erzählt, vielleicht ein Beispiel nehmen, dass wir die eigene Verehrung des einzig und wahren Gottes, von der wir doch überzeugt sind, umso großherziger, mit umso größerer Mühe und Liebe vollbringen, weil das entsprechende Zeugnis ist. Größer als jede gesetzliche Regelung, größer als jede sogenannte Leitkultur. Mehr als das, was man mit Berufung auf Geschichte machen kann. Menschen, an denen man abliest, dass sie glauben, dass sie lebendige Wesen sind, die ihr Leben Gott verdanken und es nach ihm ganz und gar ausrichten.